Und wir machen wieder weiter. Direkt hier fliegender Wechsel. Wir hatten ja gerade die Wallets. Legen wir wieder zur Seite. Denn wir haben noch ein Max Ace MC Studio. Ich wollte schon sagen MC Hammer. Ja, hier mein. Ja, ich habe wieder das Ding einstecken, das FreePay2. Klinge ist dreckig. Aber das ist einfach, wenn ich bei der Arbeit halt ein Tool brauche, dann ist es halt meistens so, dass ich wirklich nur eine Hand zur Verfügung habe, weil mit einer anderen Hand steckst du halt irgendwo gerade mitten in der Arbeit. Darum ist für mich halt natürlich ein voll auf zwei Hand entwickeltes Tool einfach genial. Ja, 42a, das Problem hast du halt vielleicht. Da gibt es Diskussionen drüber, aber das ist jetzt für mich nicht so ausschlaggebend hier im Wald. Ne? Für mich halt essentiell wichtig für Reparaturen, Tool dabei zu haben. Aber andere Geschichte. Wir schauen uns an. War auch ein krasses Teil, auch hier von ja, MC Studio sind wohl die Designer. Das ist so eine komische, krasse Cyberkatze oder was das sein soll. Huh? MC Studio und gebaut wird es von Max Ace, das Babylon. M390 Titan, Made in China. Ja, die Chinesen, das können sie inzwischen. Ihre CNC-Maschinen beherrschen sie, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist eine Quali. Auch ein cooles Teil. Fetter Backspacer drin, in blau anodisiertem Titan. Krasser Clip, die gefallen mir gut mit der Kugel. Hier mal cool, der sitzt ganz flach auf, weil sie den ein bisschen versenkt haben. Hier sitzt da drunter, da ist eine Aussparung. Da drunter und das könnt ihr natürlich dann geil in die Jeans einfädeln. Auch geil gemacht hier so eine, die Schrauben, die sind in so einer Erhöhung drin. Die hier vorne sind noch ein bisschen dicker, die hier hinten sind kommen flacher. Also das ist schon krasse Maschinenarbeit. Ich meine, da musst du die Dinger gut einstellen, mein lieber Scholle, ne? Die Kanten schön, 45 Grad Winkel hier, Phase dran. Nichts Scharfes oder irgendwelche Grate abstehend oder sonst was. Auch innen wieder den. Also da können sich einige Hersteller eine Scheibe abschneiden, die halt hier innen drin manchmal einfach nichts machen und unbehandelt, so wie es aus der Maschine fällt, scharfkantiger 90-Grad-Spine haben. Manche Dinger, ich habe schon Tools gehabt, da war innen drin die Kante innen am Frame schärfer als die Klinge. Ne? Da konntest du hier Späne schaben zum Feuer anzünden mit den Dingern. Aber hier ist wirklich alles super fein. Ja, diese großen Knubbel-Dome-Pins, die muss man halt mögen oder auch nicht. Ne? Ich finde sie fast ein bisschen too much. Aber mir hätte der Durchbruch hier gereicht, aber ist halt nur mal hier ein Design. Was cool ist, ist ja hier wirklich der Button Lock, der hält hier wirklich Bombe. Das Ding hier drin, ne? Der zieht das Ding regelrecht an. Läuft butterweich. Hier sieht man schön die Aussparung, wo das Ding wieder nachher 100% fein sauber da reinläuft. Da sitzt alles, wackelt nichts. Wir haben drin noch massiv ausgefräste Titangriffschalen, um noch ein paar Gramm zu sparen. Und die Handlage bei dem Ding natürlich super geil, weil kein Frame Lock, der irgendwie so ja halt einfach sich anders anfühlt, sondern zwei glatte Griffschalen. Dann auch nicht unnötig irgendwie verziert oder verschnörkelt. Einfach hier so ein bisschen durch die Schrauben und hier das Gegenstück zum Button Lock ein bisschen. Eine große futuristische Achsschraube, aber innen drin mit Torx, ne? Also ihr braucht da kein Spezialwerkzeug. Gefällt mir gut. Und hier die Präsentationsseite, schön plain, hier der Knopf. Klinge dafür halt, ja, mit dem Durchbruch und dem großen Daumen, das sind ja schon Daumenknubbels, das sind keine Pins mehr. Babylon M390 Modell 2021 und hier auch wieder, boah, das muss ich messen. Alter, das läuft dünn aus. Mein lieber Scholle. Und was halt wirklich irre ist, ne, wenn du das zufallen lässt und wenn du den Button Lock drückst, ne, das Ding ist, ja, ihr seht es, ne, das hat null Widerstand. Also da aufpassen beim Spielen auf dem Sofa, ne, vorher Finger raus. Das ist scharf. Wenn das runterfällt, das ist wie ein Zigarrenkater, ne. Na, ich meine, wenn ich das nur hier neu, also ganz gerade halte. Das schlägt fast wieder auf der anderen Seite auf, so leicht fliegt das, ne? Was aber cool ist am Button Lock, da muss man keine Angst haben, dass sowas, wenn sowas super leicht geht, von alleine aufgeht, ne? Weil der Button Lock das natürlich viel stärker drin hält als ein Detent oder so, ne?
der hält das natürlich immer super sicher hier drin fest. Ist cool, ne? Kannst du einfach drücken und einmal um die Handgelenksachse drehen. Und das Ding ist auch offen. Oder du kannst natürlich hier über das Klingenloch oder über die Daumenknubbels hier öffnen. Aber geile Handlage, vor allem weil auch dieser Clip, der stört überhaupt nicht, weil der wirklich so versenkt ist. Klasse Handlage. Liegt mir noch persönlich besser in der Hand als das Sandstorm, weil das Sandstorm ist, sage ich mal, ist von mindestens zwei Handschuhgrößen größer als ich habe. Ich habe eine 8,5. Das Sandstorm ist eher sowas für eine Handschuhgröße 10. Aber das hier liegt geil in der Hand hier. Der Daumen passt hier perfekt drauf. Schön. Die Klinge, ne, wie bei so einem Wiegemesser. Wahrscheinlich hervorragend zum Schneiden auf einem Brett. Ne? Egal wie das hältst. Selbst so rum stört das nicht. Klasse. Wir machen mal noch ein bisschen hier Messungen. Was haben wir hier an Gewicht von dem Modell? Hier haben wir 157 Gramm. Interessant, das andere war 257 Gramm des Sandstorm. Hier haben wir 157 Gramm. Das ist schön so. Nicht ganz so ein Brocken. Das ist EDC. Das ist ganz klar geiles EDC. Ne? Wir haben Klingenstärke hier. Schauen wir mal, weil wir die messen können. Gut, ja, vielleicht hier. Da können wir mal die Maximalstärke abgreifen. 3,8. Okay, unter 4. Das ist noch gut. So, jetzt wird es schwierig. Hier diese feine, der hat hier wirklich eine mikrofeine sekundäre Schneidphase. Das dahinter abzugreifen. Ich weiß gar nicht, wo ich da packen soll. Das ist ja nicht ganz hier vorne. Ja, so, da dürfte es sein, ja. Geht auch auf den 0,4 runter. Hat sich jetzt sogar im ersten Augenblick sogar noch feiner angefühlt, als es jetzt wirklich ist. 0,4. Ich hätte damit weniger gerechnet. Aber okay. Ist okay, 0,4. Zu fein ist ja, dann schneidest du mal wirklich was, gehst du mal ins Holz oder so und verwischt mal ein Hartholz und es ist super feiner, da legt sich vielleicht auch mal eine Schneide um. Also 0,4 finde ich ist ein guter Kompromiss zwischen absolut gute Schneideigenschaften und doch noch ein bisschen Robustheit vorne an der Schneide. So, wir haben eine Schneidenlänge von, wow. Ja, das kommt mir jetzt erst nur so klein vor, nachdem du das Sandstorm in der Hand hast, aber Freunde, das ist kein kleines Taschenmesser, das hat eine Schneidlänge von 95 mm. Der Griff ist hier sogar etwas kürzer, aber nur 93 mm. 95 mm Schneide, das ist kein kleines Taschenmesser und wir haben eine Gesamtlänge von 22 cm und ja, noch ein Millimeter. 221 mm, 22,1 cm, 95 mm Klinge. Hier in der Mitte haben wir so eine Höhe von 3 cm. Ja, ist also, ja, hat mich jetzt im ersten Augenblick eher so an ein kompakteres erinnert, nach dem Sandstorm in der Hand, weil nach einem Sandstorm ist wahrscheinlich nämlich jedes Taschenmesser etwas klein. Aber das hier, ja, würde ich sagen, geiles EDC, wer auf Titan steht, M390 und sagt, ach, Framelocks habe ich schon 20 Stück in meiner Sammlung. Mal Buttonlock ist natürlich eben schön aufgeräumt, schlicht einfach mit zwei identischen Griffschalen ohne Framelock. Geil offen und geschlossen verriegelt. Natürlich ist nicht so ultra robust wie das andere, das Sandstorm mit der Dreifachverriegelung, ne? Aber auch cool. Buttonlock macht auch Spaß. Und die Handlage natürlich wirklich klasse durch diesen, ne, diesen, ja, geformten Griff, der hinten ein bisschen abfällt, passt halt perfekt in die Hand. Hier für den Zeigefinger, der Daumen hier drauf. Dazu, ne, zu der typischen Handbewegung, ne, du machst ja keinen geraden Strich nach hinten, sondern ne, der Arm bewegt sich ja immer so ein bisschen in sag ich mal, gerundet. Ne? Also in einer Kreisbewegung ist natürlich die Form der Klinge genau passend. Ne? Ja, cooles Teil, das Babylon. Ich muss sagen, gefällt mir persönlich besser als das mir natürlich zu große Sandstorm. Ne? Aber wer große Pranken hat, ist mir im Sandstorm vielleicht besser aufgekommen. Aber das ist auch kein kleines Messer. Ne? Ich meine, 95 mm Klinge. Okay. Spricht für sich. Okay, ich sage danke fürs Reinziehen, Bewerten, Kommentieren.
Wir sehen uns hier bestimmt wieder mal, wenn wir hier was von MZ Studio Max Ace auf dem Tisch haben. Kann eigentlich nur sagen, ja, die Verarbeitungsqualität ist top. Design ist jetzt halt mal ein bisschen was anderes, ja. Und diese fetten Dome-Pins muss man mögen. Aber sonst durchweg cooles Teil. Okay, Freunde, macht's gut. Bye, bye.